Konzentration, Körperspannung und eine ruhige Hand. Beim Bogensport drei Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Rund 600 Ringe schießt ein guter Schütze in einem Wettkampf. Dazu sollten möglichst alle 72 Pfeile im roten oder besser noch im gelben Bereich der Scheibe landen. Keine leichte Aufgabe, der sich die rund 130 Sportler bei den Deutschen Meisterschaften der Behinderten auf der komplett barrierefreien Anlage des Bogensportclubs BB Berlin an diesem Wochenende stellen. Für den Cheftrainer der Parabogensport-Nationalmannschaft Matthias Nagel eine gute Gelegenheit zu beobachten, wer die mentale Stärke zum Leistungssportler hat. Und das ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, den Willen der Sportler immer zu wecken, damit der Sportler wirklich sagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, ich bin bereit, mich auch über meine Grenzen hinaus zu wachsen. Einer, der diese Bereitschaft mitbringt, ist Carmelo Gangarossa. Der 42-Jährige leidet seit 16 Jahren an Multipler Sklerose und betreibt erst seit 3 Jahren Bogensport. Für sein großes Ziel, die Paralympics 2020, ist der Saarländer bereit, hart an sich zu arbeiten. Ich muss noch etwas an meiner Technik und meinen Trainingseinheiten feilen, aber ich bin auf einem guten Weg. Dementsprechend bin ich auch sehr positiv eingestellt, aber ohne Fleiß kein Preis. Bei windigem Wetter holt sich Gangarossa mit dem Recurve-Bogen in Berlin übrigens bereits den 4. deutschen Meistertitel dieser Saison. Nach seinem Erfolg am Vortag mit dem Blankbogen und 2 Hallentiteln im März. Die Paralympics sind auch das Ziel von Jule Lammers, allerdings erst 2024. Bis dahin denkt die 15-Jährige nur von Wettkampf zu Wettkampf. Ich gehe eigentlich immer ganz konzentriert in so einen Wettkampf rein und ja, versuche einfach noch mein Bestes zu geben. 2 Minuten bis zum Beginn. Was sich bereits häufig ausgezahlt hat und auch Nationaltrainer Matthias Nagel nicht verborgen geblieben ist. Ich beobachte Jule Lammers schon ein bisschen länger und ich habe gesehen, dass da ein großes Talent schlummert. Jule ist auf einem richtig guten Weg. Ein Weg, der die deutsche Jugendmeisterin in 6 Jahren hoffentlich zu den Paralympics nach Paris führt. Für die Parabogensportgemeinde sind die deutschen Meisterschaften beim BSC BB Berlin ein toller Ausklang der Freiluftsaison. Und wenn alles klappt, findet hier sicherlich auch im kommenden Jahr wieder Parasport auf allerhöchstem Niveau statt.